Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Wir haben hier ein paar Soldaten, die wir zerlegen müssen. Aufhören zu blocken, bitte. Danke. Na komm. So, die werden weg. Dann haben wir noch ein paar Bogenschützen. Was soll das denn? Wollt ihr hier wieder Bogenschützen? So, du darfst noch. One-Hit-Wonder und du bist dann noch dran. Haha. Geblockt. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt 12. Mit Magiern. Okay, das könnte jetzt schwierig werden. Machen wir das doch nochmal. Oh, ich glaube, ich habe relativ lang nicht mehr gespeichert. Habe ich echt danach keinen Speicherstand mehr? Na gut, das noch. Dann müssen wir die Kämpfe halt jetzt gerade nochmal machen. Vielleicht soll ich dann mit den Mana-Pflanzen auch nicht so, mit den Lebenspflanzen nicht so verschwenderisch umgehen. Dann haben wir die jetzt erstmal platt und das heben wir uns dann für später auf. Da ist noch jemand. Und da hinten war jetzt hier noch einer. Genau. Scheinen wohl auch immer mehr oder weniger bei den gleichen Punkten zu spawnen, die Kollegen hier. Hallo. Überraschung. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Da kommen noch mehr. Dann speichere ich jetzt aber mal. Oh. Die Herren. So, die Herren. Ja, frei. Bitte ein wenig weniger blocken. So, dann lohnt sich das hier aber doch mal wieder mit der Lebensenergie. Kaputt. So, letzte Welle, ich weiß es nicht. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Wo ist der hin? So. Ziehen wir uns gerade mal ein bisschen zurück hier. Ach, die Kacke. Hui, 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 hui. Na gut, Kampfmagier, der ist weg. Das ist schon mal viel wert. Hey, ich dachte, die hätten wir jetzt zerlegt. Jetzt bräuchte ich wieder so ein Heilding. Haben wir leider aufgebraucht. Verdammt, das ist noch ein Magier. Das ist ungünstig.
Haben wir denn hier irgendwo noch so eine Heilpflanze? Müssen noch mehr als zwei gewesen sein. Sie zisch. Au, das hat gesessen. Haben wir eigentlich irgendwas zum Heilen da? Wir haben, glaube ich, alle unsere Sachen, oder? Ja. Dann haue ich mir halt einfach den Lebenstrank rein. Und gut ist. Ach, der Kollege gammelt da oben rum. Alles klar. Bereiten wir dem doch mal ein Ende. Yep, du zuerst. Ja, nicht schießen, Kollege. Nicht schießen. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Oh, Kampfsystem. Das war absolut nichts. Na, ich glaube, das kann ich direkt schon mal knicken. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Ja, unter anderem können wir es auch knicken, weil mir das PC gerade mal wieder hier das Spiel gerade abgeschmiert ist. So, der ist weg. Ja gut, der Kampfmagier, der macht viel zu viel Schaden. Weg. Und ich komme leider nicht hin. Oder nicht schnell genug hin. Ja, muss mal gucken, wie ich mir das dann... Oder was ich mir da einfallen lassen kann. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Ach, hier wäre noch eine Heilwurzel. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Immer die so ein bisschen trennen können, geht das ja, glaube ich, ganz gut, habe ich den Eindruck. Na, nicht wirklich. Ich muss weg, ich muss mich heilen. Moment. Dankeschön. Na, werden wir auch nicht überleben, denke ich. Das wird jetzt alles hier wieder sehr knapp. Ja, die restlichen sind einfach zu viel. Die Jungs. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Ich gucke mal, ob ich den Magier da oben krieg. Jungs, hier macht zu viel Schaden. Also die Magier machen halt zu viel Schaden. Bei den anderen sind es halt einfach zu viel Gegner da. Als dass wir da was reißen könnten. Das waren noch nicht alle. Noch nicht. Muss ich wirklich auf Magie gehen? Ich will doch nicht auf Magie gehen. Ich mag doch keine Magie. Guck mal, ich kann auch hier draufhauen. Nicht blocken, sterben. Wie viel haben wir jetzt noch? Vier Stück. Da hinten war ja noch die Lebenspflanze.
Ah, dummerweise ist das ein Bogenschütze. Das ist nicht gut. Und versuchen wir es mal so. Ah, Magier. Ich hasse sie einfach. Ich hasse die Drecksmagier. Den kriegen wir halt da oben auch nicht platt. Denke ich mal. Ach, können wir vielleicht da unten irgendwie rüberlaufen, dass wir dann hier so ein bisschen aus dem Fokus rauskommen. Und es dann von hinten einfach mal hier an die Pflanze ranwagen. Ah, lass mich. Du sollst mich lassen, Kollege. Ja, ich glaube, wenn die Drecksmagier nicht, wäre das alles deutlich besser gelaufen. Aber gut. Ist nun mal so. Da haben wir unten noch irgendwo eine Heilpflanze. Sieht mir nicht so aus. Können wir uns vielleicht irgendwo nochmal verstecken? Glaube ich allerdings auch eher weniger. Wenn wir hier noch ein bisschen warten, vielleicht. Tja, hättest du gerne. So, jetzt haben wir halt nur noch die da oben. Dummerweise mit einem Magier. Ein bisschen was bringt das Zeug ja hier so. So, dann sieht das nämlich schon nicht mehr ganz so übel aus. Wieso haut der denn da dran vorbei? Sag mal. Ich glaube, wir haben den Dings erledigt. Und den Bogenschützen jetzt. Meine Güte. Ah, hat ja ein bisschen gedauert. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Wir haben gespeichert. Und nun? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns aufhalten? Für jeden von uns, den ihr tötet, kommen ein Dutzend weitere. Ich will das nicht. Niemand will das. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe eine Tochter und... Geschlafen. Was? Wie bin ich hier gekommen, hergekommen? Wie wohl. Ich habe euch hierher gebracht. Nachdem ihr euch in mein Allerheiligstes geschlichen und euren kleinen Ausflug in die Welt der Toten getätigt habt. Nun schaut nicht so. Es war von Anfang an meine Absicht, dass ihr zu euren Erkenntnissen gelangt. Ihr wusstet davon? Ich verstehe nicht mehr. Ich glaube, das ist halt etwas mehr als ein Diener, sondern der Hausherr, der sie als Diener ausgegeben hat. Nein, das tut ihr nicht. Weil ihr euch nicht traut, zu hinterfragen. Es ist schon seltsam, oder?
Urplötzlich werdet ihr vom Gossenkind zur Hoffnung der Menschheit und könnt von einem Moment auf den anderen das, wofür andere Jahrzehnte der Übung benötigen. Und noch besser, ihr seid einer der Boten, der das Echo der Zukunft hören kann. Aber trotzdem, ihr habt euch nie nach dem Warum gefragt. Ihr scheint die Antwort ja zu kennen. Stimmt, das tue ich. Aber wenn es eines gibt, was mich die Zeit gelehrt hat, dann, dass man manche Dinge selber begreifen muss. Man kann Menschen nicht zu Erkenntnissen zwingen. Das hat noch nie funktioniert. Okay, und woher wisst ihr von all dem? Wer seid ihr denn wirklich? Wer ich bin? Früher hätte ich euch darauf eine eindrucksvolle Antwort geben können, aber derzeit kann ich nicht sagen, was euch helfen würde. Sagen wir einfach, ich bin ein fleischloser Beobachter. In dieser Zeit kennt ihr mich vermutlich als den alten Mann. Es heißt, der alte Mann sei so alt wie der schwarze Wächter. Ganz so alt wirkt ihr aber nicht. Stimmt, das muss euch irritieren. Aber Zeitlosigkeit ist keine große Errungenschaft. Das werdet ihr selbst auch noch merken. Und was beobachtet ihr? Den Zyklus? Unter anderem, ja. Tja, ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Glaubt mir, alles, was ich sage, ist wohl durchdacht. Aber leider hat es keinen Sinn, das Gespräch an dieser Stelle fortzuführen. Ihr habt das, wofür ihr gekommen seid, und der Rest liegt bei euch. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Was soll das denn heißen, dass wir den Zyklus nicht aufhalten können? Doch, vielleicht könnt ihr das. Vielleicht, aber auch nicht, wie die meisten bislang. Aber das wird sich zeigen. Nun verzeiht. Und nun? Wir haben jetzt direkt zum Sonnentempel teleportiert, das wäre ja ganz nett. Nee, vor das Haus. Naja, gut. Zumindest ein bisschen was konnten wir mitnehmen. Wo ist denn... Ja, genau. Jesper abgeblieben. Wir können jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr... Was ist das da hinten eigentlich? Eine Art Altar und ein... Ach, guck. Ein magisches Symbol. Ich möchte eigentlich genau das Geld mitnehmen hier. So, dann begeben wir uns mal auf die Suche nach Jesper. Mal schauen, wo es den hingebracht hat. Ach, da unten ist er, okay. Und mal gespannt, was der jetzt zu erzählen hat. Du, aber was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Stimmt, das Haus ist jetzt auch weg. Das ist allerdings sehr kompliziert zu erklären. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Aha. Das klingt skurril, gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei ge... Warte mal... Siehst du das? Was denn? Eine Schatulle.
Aber was ist das für ein Geräusch? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Puh. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja, wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? So, ja, gerne. Oder wollen wir uns noch umschauen? Nee, ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg. Ist ja auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Wohl an denn. Dann mal los. Wir haben uns dann, glaube ich, eine Teleportrolle noch gespart, wie es scheint. So, dann würde ich hier mal die Folge beenden, wenn ich denn darf, nicht noch eine weitere Sequenz kommt. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.